Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es gibt mal wieder einen Proteinpudding zum Test, beziehungsweise sogar zwei Proteinpudding, aber auch nicht Proteinpudding, sondern Grießproteinpudding von Aldi Milsani High Protein Grießpudding in der Sorte Zimt und in der Sorte Classic im 500 Gramm Becher. 1,69 Euro kostet ein Becher und ist damit ein bisschen günstiger als die Sachen von Dr. Oetker, die kosten ungefähr 2,19 Euro. Und wenn man jetzt betrachtet, dass diese 200 Gramm Grießpudding Becher von zum Beispiel Kaufland und so weiter 1 Euro kostet, ist dann halt dieser 500 Gramm Becher natürlich auch deutlich günstiger. Es ist nämlich auch mehr drin und am Ende auch sogar günstiger. Ob man jetzt diese großen Becher mag oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich persönlich bevorzuge die kleinen, aber hier eben das auch wieder im stylischen Schwarz. Schwarz ist das neue Protein. Und hier haben wir 38 Gramm Protein pro Becher, hier haben wir 40 Gramm Protein pro Becher. Und daraus folgt dann, dass wir auf 100 Gramm ein bisschen weniger als 10 Gramm Eiweiß haben. Also das heißt schon eigentlich eine Ecke weniger. Das ist bei den Grießpuddings aber eigentlich was immer so. Warum es noch keiner geschafft hat, einen Grießpudding mit 10 Gramm Eiweiß rauszubringen, weiß ich nicht. Vielleicht schmeckt es wie Arsch, keine Ahnung. Wir gucken jetzt hier mal zusammen drauf. Gibt es bei Aldi Nord und Süd. Und ja, Hersteller Friesland Campina. Und die kennt man ja so auch vom Namen. Ja, mal gucken, was die hier so zusammengemischt haben. Je nachdem, wie lange ihr schon auf meinem Kanal seid, als hoffentlich Abonnent, sonst holt das mal fleißig nach. Es gibt zu allen Protein-Puddings, Grießpuddings ein Testvideo auf meinem Kanal. Ihr braucht es nur suchen, ihr werdet es mit ziemlicher Sicherheit finden. Und auch ultimativen Protein-Pudding-Vergleich gibt es auch sogar zwei Stück, wo ich über 10 Sorten vergleiche. Und schaut da gerne mal rein, nutzt einfach die Suche und ihr findet es. Pur haben wir also hier. Wir schauen an, was drin steckt. Milcheiweißerzeugnis, Vollmilch haben wir drin. Und wir haben Hartweizen. Interessant, eigentlich müsste man noch Vollmilch zuerst nennen, weil das doch mehr drin ist als Milcheiweißerzeugnis. Oder ist es so eine Art angereicherte Milch? Ah, interessant. Also haben sie nicht nur einfach Milch, wobei, ich weiß es jetzt nicht genau. Es kann auch sein, dass es eine angereicherte Proteinmilch ist, weil eigentlich muss man das, was am meisten drin ist, zuerst nennen. Was eigentlich die Vollmilch sein müsste, weil dann meistens Milcheiweiß zugegeben wird. Aber vielleicht ist es so eine Eiweißmilch da oben. Vollmilch, 5,5% Hartweizengrieß, modifizierte Stärke. Zum Andicken Aroma, Süßungsmittel, Sucralose, Acylfarm, K. Hier vielleicht so ein bisschen Vanillearoma drin. Bei der Sorte Zimt haben wir auch sowas drin. Tatsächlich auch echten Zimt, steht nicht dabei. Vermutlich ist es dann der billigere Zimt und ja, ansonsten halt auch bekannt. Nährwerte haben wir hier. 77 Kilokalorien, 1,5 Gramm Fett, wie auch bei normalen Proteinpuddings. Natürlich mehr Kohlenhydrate drin, nicht mehr Zucker, weil der meiste Zucker kommt von der Milch. Also Milchzucker, es ist kein Zucker zugesetzt. Kohlenhydrate aber mehr drin wegen dem Grieß. 8 Gramm Eiweiß und damit ein bisschen weniger als ein Proteinpudding. Hier haben wir 7,6 Gramm Eiweiß. Vermutlich, weil dann eben auch Zimt zugegeben ist. Ja, das sind jetzt hier so die Fakten. Ohne Zuckerzusatz. Oh, ist auf jeden Fall mal prall gefüllt. Sowas sehe ich gerne. Meistens wird man nämlich irgendwo veräppelt, was den Inhalt von sowas angeht. Die Konsistenz, der sieht recht fester aus. Der von Dr. Oetker ist da deutlich flüssiger. Portionieren wir jetzt mal hier ein bisschen was in die Schälchen. Gucken wir uns mal den Zimt an. Oh, da sieht man richtig auch die Zimtstippen drin. Ja, schöne dicke Konsistenz. Also ich mag das gerne. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde das gut, wenn es richtig schön schlotzig ist. Also, hier haben wir Zimt, hier haben wir Classic. Ja, man sieht hier so ein bisschen die Grießstruktur drin. Und hier ist es so ein bisschen bräunlicher vom Zimt. Vom Geruch, ja. Auf jeden Fall ein sehr vanilliger Geruch. Es ist definitiv Vanillearoma drin. Und hier Zimt riecht man eher nicht so. Mal gucken, ob man es schmeckt. Wie üblich erwähne ich an dieser Stelle hier natürlich auch mal, dass man sich das alles natürlich auch wieder selber machen kann und dass man das auch alles gar nicht braucht. Ja, wissen wir. Es gibt aber Leute, die stehen drauf. Und ich sag mal so, wenn man sich jetzt sehr fleischarm zum Beispiel ernährt und auch sonst irgendwie nicht so viel Eiweiß nimmt, dann kann das vielleicht eine Ergänzung sein, aber dann muss man schon sich an sich falsch ernähren. Also wenn man sich so normal ernährt und eine ausgewogene Ernährung hat, dann hat man genügend Eiweiß drin. Wenn man jetzt, wer weiß, wie krass ins Fitnessstudio geht regelmäßig, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß, dann kann man das über solche Produkte machen. Effizienter ist sowas immer über Shakes, klar, oder irgendwie nur Magerquark essen, aber seien wir ehrlich, Magerquark schmeckt scheiße und meiner Meinung nach belügt sich jeder selbst, der meint, dass Magerquark pur lecker ist. Das ist halt einfach so. Das mag kein Mensch. Also, ist aber meine Meinung.
sehr geile Konsistenz, sehr leckerer Vanillegeschmack. Richtig schön dick und puddingartig. Fast schon ein bisschen zu süß, finde ich. Hat natürlich ein bisschen diesen Süßstoffgeschmack. Da gibt es aber Vertreter, die da unangenehmer sind. Ich finde, sie hätten ihn auch Gris Vanille nennen können, weil er schmeckt deutlich nach Vanille, wie ich finde. Aber ist lecker. Schmeckt mir gut. Wie gesagt, so ein bisschen weniger Süßstoff hätte ich an der Stelle besser gefunden. Geile Konsistenz. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Die ist für mich jetzt hier der große Pluspunkt neben dem Preis. Jetzt habe ich, glaube ich, Grießpudding an der Nase. Zimt. Riecht tatsächlich wirklich kaum nach Zimt. Aber man schmeckt es. Man schmeckt es deutlich. Auch hier diese wunderbare Konsistenz. Die Zimtnote ist dabei. Das passt. Also, da gibt es absolut nichts zu meckern. Wie gesagt, ich finde, ich weiß nicht, ob sie gleich viel reingemacht haben. Vielleicht überdeckt der Zimt das auch ein bisschen. Ich finde den Klassiker noch ein bisschen süßer als den mit Zimt, aber wahrscheinlich ist das, vielleicht ist das jetzt auch Gewöhnung, wenn man ein paar Löffel gegessen hat, gewöhnt man sich ja auch an eine Süße. Ich finde sie beide lecker, kann sie euch wirklich empfehlen, wenn ihr so Grießpudding mögt. Wie gesagt, mit dem großen Becher, da kann man drüber diskutieren. Ich finde es nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall besser für die Umwelt vielleicht auch. Und dadurch hat man auch ein bisschen günstigeren Preis, weil es weniger Verpackung gibt. Von daher, ja, definitiv eine Empfehlung. Beides einfach leckere Produkte. Vielleicht habt ihr sie schon probiert, dann könnt ihr mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Oder was ist euer liebster Grießproteinpudding oder gerne auch normaler Grießpudding. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.